Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Maratomi. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich euch mal eine neue Form des Yoga zeigen, das ich neulich im Fernsehen sah. Ich habe ja schon mal einen Yoga-Film für Läufer gedreht, aber eigentlich war mich Yoga nie so total überzeugt. Aber das fand ich dann mal richtig lustig, weil das ist im Sinne des Wortes lustig. Yoga hat ja viel mit zum Einatmen zu tun. Also ich atme ein tief. Ja, warum das Lachen? Das ist Lach-Yoga. Also Lach-Yoga ist einfach lustig und lässt einen die Sorgen im Alltag vergessen. Also machen wir es nochmal einmal tief einatmen. Okay, ich hoffe, ich habe heute auch bei meiner nächsten Schatzsuche genauso viel zu lachen. Denn wir wollen heute mal diese Kiste, die ich ja neulich mal relativ teuer gekauft habe, wo ich euch schon die Ansichtskarten vorgestellt habe, weiter hier auf Suche gehen. Und zwar jetzt bei den Briefen und Ganzsachen. Und weil hier aber alles durcheinander ist, muss man das jetzt, glaube ich, erst einmal so ganz grob sortieren. Ich werde es mal so nach Ländern sortieren. Wahrscheinlich Deutschland, Europa, Übersee. Ich hoffe, dass das dann so ungefähr gleich viele Briefe sind, dass man dann in entsprechenden Teilen den Brief, die Filme zu dieser Kiste fortsetzen können. Aber bevor ich jetzt mit dem Sortieren beginne, möchte ich euch bitten, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Einfach dazu den entsprechenden Button anklicken. Und wenn ihr die Klingeling anklickt, dann bekommt ihr auch immer meine neuesten Filme mit. Aber nun wollen wir mal sortieren. Ich tue mal alles raus. Das sind ja über 350 Briefe und Karten. Die Ansichtskarten haben wir ja schon angeguckt. Ich werde sie dann so in so Beutel, in so Hüllen rein tun, dass wir dann auch nicht durcheinander kommen. Jetzt, wenn ich da sortieren beginne, das will ich nicht, natürlich nicht alles auffüllen, kann, weil das dann einfach zu lange dauert. Also schau mal, ich werde jetzt mal raussortieren, was wir uns heute anschauen. Ich denke mal, ich schaue mal, was da so an deutschem Material dabei ist. Das können wir heute machen. Und dann sehen wir weiter. Ja, jetzt beim Grobsortieren habe ich mit Schrecken festgestellt, wie viel Material das eigentlich ist. Und zwar haben wir hier jetzt hier einen Stapel Übersee. Dann zwei Stapel Europa. Und dann noch einen ganzen Stapel Deutschland. Das sind auch ein paar interessante Sachen. Was mir ein bisschen interessanter erschien, habe ich ein bisschen weiter nach unten einsortiert, dass das dann etwas später im Film kommt, dass der Spannungsbogen erhalten bleibt. Jetzt muss ich ja mal Kataloge holen, die wir da eventuell dazu brauchen. Vieles muss ich allerdings aus dem hohlen Bauch heraus schätzen, denn das würde sonst den Zeitrahmen absolut sprengen. Ja, wie schon gesagt, wollen wir heute im zweiten Teil die Deutschlandbriefe und Ganzsachen durchmachen. Dazu habe ich jetzt auch schon die entsprechenden Kataloge vorbereitet. Den Michel-Ganzsachen-Katalog, den Michel-Briefe-Katalog, da habe ich leider nur einen sehr alten von 2008. Und die beiden Deutschland-Spezialkataloge von 2017. Wie immer will ich die Werte, also diese ganz groben Werte, aufaddieren und dann auch schauen, was wir da als Gesamtsumme bekommen. Das letzte Mal hat man bei den Ansichtskarten übrigens 213 Euro. Schauen wir mal, was heute bei den deutschen Briefen zusammenkommt. Ja, hier haben wir eine Ganzsache aus Bayern. St. Ingbert, das könnte sogar Saarland sein. Ich schaue es jetzt nicht im Katalog nach und schreibe da einfach, weil der Stempel auch ganz nett ist, einfach mal 2 Euro auf. Dann haben wir hier eine Deutsche Feldpost, Bayerisches Vermessungsabteilung, 11. Deutsche Feldpost, Heeressache vom Ersten Weltkrieg 1917. Eigentlich ein ganz schöner Brief, leider gefaltet. Schreibe ich jetzt auch mal einfach nur 2 Euro auf. Dann haben wir hier nochmal eine schöne Postkarte. Die hätte ich eigentlich schon bei den Ansichtskarten anzeigen können. Mit Alfred Krupp hier. Und es zeigt das Bandagenwalzwerk. Also dies ist ganz interessant, die Karte. Ich möchte die durchaus für 5 Euro einstufen. Dann sind wir schon bei 9 Euro.
Ja, hier habe ich eine Postkarte des Nachweisbüros des Königlich-Württembergischen Kriegsministeriums. Ich konnte jetzt im ganzen Sachenkatalog nichts finden. Aus Zeitmangel kann ich jetzt auch nicht im Internet recherchieren. Das könnte ja eigentlich was sein. Auch mit Antwortkarte. Ich schätze jetzt hier einfach mal ganz grob 5 Euro, womit wir dann schon bei 14 Euro sind. Dann haben wir hier eine schöne Privatgansache. Da habe ich jetzt auch kein Nachschlagewerk, auch nicht die Zeit zum Recherchieren. Von der Deutschen Raketengesellschaft ist eigentlich, glaube ich, ganz interessant. Sollte man schon bei etwa 4 Euro einschätzen. Ich schreibe mal 8, damit sind wir jetzt schon bei 18 Euro. Dann haben wir hier eine Mischfrankatur aus der Inflatzeit. Das schaue ich jetzt auch nicht nach. Sagen wir mal 1 Euro, sind wir bei 19 Euro. Eine Einzelfrankatur aus der Inflatzeit. Schauen wir mal 2 Euro nach. Ich schaue sie jetzt auch nicht nach. Dann haben wir hier eine Österreich-Ganzsache. Die habe ich jetzt falsch einsortiert. Die ist auch ein bisschen was wert. Sollte man auch bei 3 bis 4 Euro einstufen. Ich kann es jetzt nicht nachschauen. Schauen wir mal 3 Euro. Das ist mal bei 24 Euro. Hier nochmal 2 Euro für diese Karte. Dann sind wir bei 26. Dann habe ich hier eine ganz interessantes. Eine Abschrift eines interessanten Schreibens vom 20. Juli 1900, leider ohne Unterschriften. Und da geht es um eine Überfahrt nach Ostasien, wahrscheinlich zum Boxeraufstand. Das war, glaube ich, für einen Schriftsteller, Rudolf Zabel, wurde das ausgestellt. Ist jetzt leider nur eine Abschrift, würde ich aber trotzdem wegen des interessanten Inhaltes bei 5 Euro einstufen. Dann haben wir hier eine Ganzsache zur Zeit des Anschluss von Österreich an Deutschland. Ich zeige jetzt mal die Vorderseite nicht. Da ist dann der Hitler abgebildet und Hakenkreuze. Ich würde das jetzt durchaus wegen der Mischfrankatur von deutschen und österreichischen Briefmarken mal bei 5 Euro einstufen. Dann sind wir bei 36 Euro. Dann haben wir hier auch ein interessantes Schreiben. Was das auch immer ist, da müsste man auch mal in aller Ruhe recherchieren. Königliche Lehranstalt für Wein, Obst und Gartenbau aus dem Jahr 1912. Ich stufe es jetzt einfach mal mit 3 Euro ein. Kann deutlich mehr wert sein. Sind wir bei 39 Euro. Dann haben wir hier eine schöne Ganzsache von Bayern. Interessant ist hier die Vignette. Das Ganze ist halt leider nicht ganz taufrisch. Sieht auch nicht mehr so toll aus. Stufe ich mal bei 3 Euro, dann sind wir bei 42 Euro. Dann haben wir hier wieder eine Privatgansache mit Zeppelin und Boston. Werteindruck über 15 Pfennig ist durchaus interessant, würde ich auch mal bei 5 Euro einstufen. Sind wir bei 47. Dann haben wir hier, das ist hier nur abgestempelt worden mit an Bord seiner Majestät Schiff mit einem Lübeck-Stempel, sonst fehlt da alles. Ich würde da jetzt mal einfach 1 Euro einstufen. Dann haben wir bei 48, dann sind wir bei 48 Euro. Dann haben wir hier einen sehr schönen Brief. Das ist auch wieder mit Privatgansache und Zusatz frankiert. Wiederaufnahme des Flugverkehrs mit Südamerika 1956 kann man durchaus auch, denke ich, mit 4 bis 5 Euro einstufen. Hier ein weiterer Erstflug mit einer Privatgansache. Das haben wir sogar zweimal. Für die rechne ich einfach mal 8 für die beiden nach Istanbul. Sind wir bei 60 Euro. Und nochmal so eine Flugkarte würde ich auch mal bei 4 bis 5 Euro einstufen. Auch wieder eine mit Privatgansache und mit der 15er Marke durchaus interessant. Sagen wir auch nochmal 5 Euro, sind wir bei 65 Euro. Ja, da rechnen wir mal 2 Euro, dafür 1 Euro, dann sind wir bei 3 Euro. Ja, der Brief ist leider sehr schlecht erhalten, sonst wäre es ganz interessant, weil das ein Brief nach Italien ist mit einer 25er Hindenburg mit 25 Centesimi nach Porto belegt. Wegen der schlechten Erhaltung würde ich jetzt hier nur 1 Euro rechnen. Bei 69 und hier der ist gut erhalten, so das gleiche in grün in etwa. Den würde ich dann schon mal bei
4 Euro einstufen, wo wir immer bei 73 Euro sind. Dann haben wir hier einen Beleg von der Luposta. Auch ganz interessant, würde ich mal mit 3 Euro einstufen. Dann hier nochmal so ein schöner Beleg von der Luposta, wieder Privatgansache. Da habe ich leider kein Nachschlagewerk. Sagen wir mal einfach 4 Euro. Dann sind wir bei 80 Euro. Dann haben wir hier so ein kleines schönes Prospekt zu einem Film mit Lilian Harvey. Hier sieht man da so allerlei schöne Bilder. Das hat jetzt mit Philatelie wenig zu tun, ist aber sehr schön anzusehen. Ist sicher an die 5 Euro wert. Dann haben wir hier einen Feldpostbrief vom Kriegsgefangenenlager Krupp in Essen-Kremerplatz. Das sieht eigentlich interessant aus. Und das ist aber nicht kein Brief eines Kriegsgefangenen, sondern eines der Wachposten. Oder vielleicht auch ein höheres Tier. Das könnte durchaus interessant sein. Ich würde es mal sogar mit 10 Euro einstufen. Womit wir jetzt bei 90 Euro sind. Danach haben wir hier einen schönen Kartenbrief. Ich schaue es jetzt im ganzen Sachenkatalog nicht nach. Ich würde den so bei 1 bis 2 Euro einstufen. Sagen wir mal 2 Euro. Dann haben wir hier noch die Postkarte. Eine Postkarte von 1900 stufen wir mal mit 1 Euro ein. Dann sind wir da bei 3 Euro bei den beiden. Also 93 Euro. Und dann haben wir hier einen sehr schönen Brief mit allen möglichen Stempeln. Der erzählt eine richtige Geschichte ohne Wohnungsangabe, nichts ermitteln. Postamt Halle Saale. Also da ging diese Karte hin und her. Also diese ganze Sache. Das sieht sehr interessant aus, würde ich durchaus deswegen bei 5 Euro einstufen. Sind wir bei 98 Euro. Dann haben wir hier weitere Ganzsachen, die wohl eher nicht viel wert sind. Ich schaue sie jetzt nicht nach. Sind aber schon recht alt. Trotzdem würde ich jetzt mal die 2 mit 3 Euro einstufen. Sind wir bei 101 Euro. Dann haben wir hier, dass der Stempel Rostocker Anzeiger, Geschäftsstelle Güstrow vielleicht ganz interessant. An die Badeverwaltung des Ostseebades Wustrow von 1933. Sagen wir mal, ja, wegen dem schönen Stempel könnte vielleicht den einen oder anderen interessieren. Machen wir mal 3 Euro, sind wir bei 104 Euro. Kann auch weniger bringen. Dann hier haben wir auch wieder einen schönen Stempel. Telegrafenbauamt Dresden. Die ganze Sache habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber die wird wahrscheinlich auch jetzt nicht besonders wertvoll sein. Sagen wir mal, wegen des schönen Stempels 2 Euro. Sind wir bei 106 Euro. Dann haben wir hier auch was Interessantes. Zoom es etwas raus. Und zwar ein Straßenverzeichnis von Dresden. Kostete mal 15 Reichspfennig. Steht eine Jahreszahl dabei. Ich finde jetzt keine Jahreszahl. Würde ich einfach mal auch bei 5 Euro einstufen. Es folgt eine ganze weitere Anzahl von Karten. Darunter Ganzsachen. Das, zu dem kann ich eigentlich auch überhaupt nichts sagen. Das stufe ich jetzt einfach mal mit 4 Euro ein, weil es ein bisschen interessant aussieht. Kann mehr oder weniger wert sein, ist auch recht alt, von 1897 sogar. Ja, das ist richtig alt. Könnte interessant sein. Hier auch noch eine alte Karte, würde ich jetzt mal so bei 2 Euro einstufen. Und die hier vielleicht bei 3, also die beiden zusammen 5 Euro, das ist alles aus dem hohlen Bauch geschätzt. Da müsste man nochmal in aller Ruhe recherchieren. Dann haben wir hier noch so allerlei Ganzsachen aus der Kaiserzeit mit Germania-Magen. Hier sind teilweise auch ganz interessante Stempel noch dabei zu sehen. Würde ich die 3 Stück mal bei 5 Euro einstufen. Sind wir bei 125 Euro. Es folgt hier wieder ein schöner Brief aus der Zeit des Anschlusses von Österreich an das Deutsche Reich von 1938 mit einer schönen Mischfrankatur. Würde ich jetzt auch mal, zumindest sagen wir mal, bei 5 Euro einstufen. Jetzt sind wir bei 130 Euro. Ja, dann haben wir hier eine Postkarte mit einem schönen Eckrandstück, leider nicht ganz taufrisch.
Was steht da? Liegendes Wasserzeichen. Das müsste dann das Y-Wasserzeichen sogar sein. Da ist die Einzelfrankatur, wird mit 38 Mitteleuro notiert. Dann steht hier noch mein Regiment, 8. Thüringisches Infanterieregiment, was die Sache auch nochmal sehr interessant macht. Also die Karte würde ich jetzt, obwohl sie nicht taufrisch ist, durchaus mal bei 10 Euro einstufen. Jetzt sind wir bei 140 Euro. Dann haben wir hier wieder schöne Privatganzsachen. Zuerst Flügen. 2 Stück. Ja, das ist ja hier ein Lubosta belegt. Dann würde ich die beiden mal so bei 8 Euro einstufen. Dann sind wir bei 148 Euro. Jetzt kommen so weitere Ganzsachen aus der Germania-Zeit. Ich zeige sie hier mal an, dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Es sind auch ein paar interessante Stempel drin dabei. So, 5 Stück, sagen wir mal 8 Euro. Für die 5 Stück sind wir bei 156 Euro. Dann haben wir hier wieder einen schönen, eine Privatganzsache mit einem Erstflug. Da war der Sieger schon damals als Händler auch aktiv. Würde ich wieder mal bei 4 Euro einstufen, sind wir bei 160 Euro. Die hier scheint recht interessant zu sein. Da steht was von 60 Mark wahrscheinlich damals. Die würde man dann, sollte man dann schon bei 10 Euro einstufen. Sind wir bei 170. Dann wieder ein Lubosta belegt, den sollte man auch mindestens bei 3 Euro einstufen, sind wir bei 173. Dann haben wir hier einen Feldpostbrief aus Lettland aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs vom 12.11.1941. Da hat einer einfach eine russische Ganzsache genutzt zum Verschicken, so als Gag wahrscheinlich. Er hätte auch irgendwas anderes verwenden können. Ist dann aber trotzdem ganz interessant. Würde ich jetzt mal so bei 6 bis 7 Euro einstufen. Sagen wir mal 7 Euro, dann sind wir bei 180 Euro. Dann dieser Stempel ist sogar ist noch ein Vorerstags-Stempel. Also der ist dann, glaube ich, dann etwas mit Vorsicht zu genießen. Ein Erstagsbrief mit dieser Marke, mit dem braunen Band von 1943. Schauen wir mal, was da ein Erstagsbrief wert wäre. Wie gesagt, aber das ist mit Vorsicht zu genießen. Hier, die wäre 500 Mitteleuro wert. Ich rechne jetzt hier einfach mal 5 Euro dafür. Ja, dann haben wir hier einen Feld. Das ist auch interessant. Das ist zur Zeit ein Feldpost. Eine Feldpostkarte zur Zeit der Angliederung des Sudetenlands wurde die verschickt. Sieht man hier auch ein schönes Datum. Und zwar 5.10.1938, Feldpoststempel. Das macht die Sache interessant. Sollte man mindestens bei 5 Euro einstufen, würde ich sagen. Ohne jetzt groß zu recherchieren. Es geht weiter mit diesen Sachen. Diesmal haben wir einen Vorläufer von Böhmen und Mähren, noch mit einer tschechischen Marke frankiert. Aber da war Böhmen und Mähren schon angegliedert. Und zwar wurde das am 15.04.39 verschickt. Die Angliederung erfolgte ja schon einen Monat vorher. Ist auf alle Fälle interessant. Würde ich auch bei mindestens 5 Euro einstufen. Sind wir dann schon bei 195 Euro. Das ist ein tschechischer Brief, der ist jetzt reingerutscht, aus der Zeit vor dem Sudetenland von 1936. Würde ich mal wegen der schönen Buntfrankatur, sagen wir mal so bei etwa 2 Euro einstufen. Sind wir bei 197. Und jetzt kommt wieder ein sehr schöner Brief. Da muss man aufpassen, dass der nicht weiter beschädigt wird. Mit einem Viererblock, auch leider nicht mehr ganz taufrisch. Jetzt der Michel Nummer 371. Mehrfachfrankatur. Da liegen wir wahrscheinlich bei mindestens 80 Mitteleuro. Dann würde ich den durchaus mal bei 20 Euro einstufen. Dann sind wir bei 217 Euro. Ja, dann haben wir wieder so eine schöne Privatganzsache mit Erstflügen. Da haben wir noch mehr. Auch hier. Die würde ich mal beide, sagen wir mal, bei 7 Euro einstufen. Jetzt sind wir bei 224 Euro. Dann hier nochmal so ein schöner Beleg.
Den stufe ich mal jetzt einfach, weil der ging auch noch als Haus der Jugend Helgoland. Das macht das Ganze eigentlich sehr interessant. Den würde ich jetzt vielleicht sogar mit 10 Euro einstufen. Kann natürlich drüber oder drunter liegen, ist schwer zu sagen. Hier zudem habe ich auch nichts gefunden. Das ist wahrscheinlich auch zur Zeit der Angliederung des Sudetenlands. Hier mit einem Eichwald-Stempel drauf, aber ohne Anschrift und so weiter. Ich stufe den jetzt einfach mal mit 5 Euro ein. Dann sind wir bei 239 Euro. Dann haben wir hier immerhin eine schöne Karte mit Zeppelin und hier auch mit Zeppelin-Stempel zu einer Zeppelin-Ausstellung und Luftschiff Graf Zeppelin-Fahrt ins Sudetenland. Ich bin jetzt leider gar kein Zeppelin-Spezialist, aber könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht so 15 bis 20 Euro wert ist, vielleicht gar deutlich mehr. Ich rechne jetzt einfach mal für unseren Film 15 Euro, kann natürlich auch deutlich mehr wert sein. Jetzt sind wir bei 254 Euro. Dann haben wir hier eine schöne Ganzsache, eine frühe von Württemberg. Die schaue ich jetzt auch nicht nach und taxiere sie einfach mal mit 3 Euro. Kann auch mehr oder weniger wert sein. Ja, dann haben wir hier nochmal einen Brief mit der 371. Was ist das jetzt? Stehendes oder liegendes Wasserzeichen? Keine Ahnung. Ich kann das jetzt hier auch nicht entziffern, was der dazu geschrieben hat. Ich stufe den Brief jetzt einfach mal, weil er sieht rückseitig nicht so toll aus, wurde da ein bisschen hässlich aufgerissen. Ja, stufen wir nochmal mit 10 Euro ein. Ja, da haben wir einen wunderschönen 10-fach-Frankatur-Brief. Da muss ich mal ein bisschen nachgucken. Ja, das ist jetzt auch schwer, den genau zu ermitteln, den Wert, aber das ist hochinteressant. Also frankiert hier mit einer 80 Pfennig mit dem Netzaufdruck und dann die anderen Marken, die zählen ja nur ein Zehntel. Da haben wir hier 83, 95, 170, 200, also das sind dann nochmal 20 Pfennig, irgendwie mit 100 Pfennig anscheinend frankiert. Sieht jedenfalls interessant aus, würde ich mal jetzt mit 15 bis 20 Euro einstufen. Damit ich nicht geschimpft werde, dass ich wieder alles schön rechne, mache ich mal 15 Euro. Dann sind wir bei 282 Euro. Dann haben wir hier schöne Mehrfachfrankaturen. Dieser Zuschlagsmarken aus der Weimarer Republik von 1930. Die Marken stammen noch von 1929. Ja, ich denke, die beiden Briefe zusammen können wir mal bei 15 Euro einstufen. Das sind wir bei 297 Euro. Das hier, diese Dienstsache ist leider noch eine Briefvorderseite. Da rechnen wir mal einfach 2 Euro dafür. Vom Norddeutschen Postbezirk. Ich zeige es nochmal. Also hier Norddeutscher Postbezirk. Dann folgt der nächste Brief von 1932, immerhin hier mit den beiden Zuschlagsmarken, da müssen wir mal nachschauen. Ja, hier sogar vom Oberrand noch, das ist eigentlich sehr schön, dieser Brief, der gefällt mir sehr gut, er lässt mich schon fast ein bisschen jubeln. 15 Euro würde ich sagen, das ist nur bei 314 Euro. Dann haben wir wieder einen Brief damit. Das war ja auch einiges wert. Da rechnen wir jetzt mal einfach 8 Euro. Sind bei 222. Dann haben wir hier eine Karte von der Wasserkuppe. Schöner Stempel. Flug mit Flugpostmarke. Und vorderseitig mit dem Denkmal auf der Wasserkuppe. Sehr schön, gefällt mir. 4 Euro würde ich sagen. Dann sind wir schon bei 326 Euro. Ja, dann nochmal eine schöne Karte hier mit dieser Marke. Nochmal 8 Euro, dann sind wir bei 334. Ja, dieser Brief ist natürlich jammerschade. Der hat einiges erlebt. Ging nach Ungarn, wurde mit Nachbotto belegt. Hier mit der 100er frankiert. Das ist auch schon die Eckzähnchen umgeknickt. Muss ich nachher mal kurz korrigieren dann. Ja, und hier noch zur Ermittlung des Absenders noch so eine schöne Marke. Also sehr interessant, leider ziemlich eingefärbt.
Trotzdem würde ich ihn jetzt mal mit 10 Euro einstufen. Oh, jetzt haben wir was Schönes. Deutsche Auslandspost Marokko vom Jahr 1900. Schauen wir mal ganz kurz im Michel nach. Hier ist es auch wieder schwer, den genauen Wert zu ermitteln, aber das ist jetzt bis jetzt das Allerschönste. Würde ich jetzt durchaus bei 25 bis 30 Euro, ich würde sogar eher vielleicht sagen 30 Euro, einstufen. Jetzt sind wir bei 374 Euro. Ja, dann haben wir wieder einen Vorläufer Böhmen und Mähren. Das ist also mit tschechischen Marken noch frankiert, aber schon zur Zeit von Böhmen und Mähren verschickt. Von 1939, soweit ich jetzt sehen kann, auch wieder April 39. Da sollte man mindestens 5 Euro dafür rechnen, womit wir dann bei 379 Euro sind. Dann haben wir hier eine richtige Frankatur, eine Mehrfachfrankatur von Böhmen und Mähren. Da rechnen wir einfach mal 3 Euro, dann sind wir bei 379 Euro. Dann hat sich wieder was Tschechisches eingeschlichen. Das ist noch aus der Zeit vor Böhmen und Mähren. Da würde ich mal sagen 2 Euro. Ja, dann haben wir hier eine Zivilarbeiterpostkarte vom Etappengebiet West aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Leider nicht gelaufen. Ungelaufen würde ich das bei etwa 8 Euro einstufen. Wenn das jetzt gelaufen wäre, dann wären wir da etwa bei 100 Euro. Also nochmal 8 Euro dazu macht 387 Euro. Ja, das ist auch sehr schön. Eine Privatganzsache Lipsia, dann noch mit einer wunderschönen Vignette. Könnte ich mir vorstellen, auch wenn das jetzt nicht gelaufen ist, Aktienbierbrauerei Zogolis bei Leipzig, dass man dafür 10 Euro verlangen könnte. Jetzt sind wir bei 397 Euro. Dann haben wir hier wieder eine Ganzsache mit einer Zusatzfrankatur. Die schaue ich jetzt nicht nach und rechne einfach mal 3 Euro dafür. Ja, jetzt haben wir die 400 Euro geschafft und da haben wir noch einen Flugpostvorläufer, gelber Hund oder was. Sehr schön, das ist jetzt aber die einfachste Variante, soweit ich sehen kann, aber immerhin zusätzlich mit einer 10 Pfennig frankiert. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da 20 bis 25 Euro dafür kriegen könnte. Ich schreibe jetzt einfach mal 20 auf, dann sind wir bei 426 Euro. Ah, schön, und jetzt kommen noch zwei Altdeutschland-Belege, die habe ich zurückgelegt, um dann noch etwas Spannung zu erzeugen. Hier mit einem Postablagestempel, mit einer Dreikreuzer Bayern, hier leider sehr fleckig, das reduziert den Wert. Ohne den Flecken wären wir da locker bei 20 bis 30 Euro und mit den Flecken sage ich mal maximal 10 Euro und schreibe 10 Euro auf. Jetzt sind wir bei 436 Euro. Und hier haben wir nochmal was ganz Schönes, eine 30stel-Taler von Oldenburg. Gut, das ist der billigste Wert, ist auch relativ von der Rand, sieht auch schön aus. Gut, ist leicht fleckig, aber das ist auch etwas dem Alter des Briefes geschuldet. Da liegen wir bei 100 Michel-Euro. Ich würde den Brief, sagen wir mal, dann daher so bei 25 Euro einstufen. Und lande bei den deutschen Briefen jetzt bei einem Endwert von 461 Euro. Das war dann Kiste Teil 2, 461 Euro. Mittlerweile sind wir dann mit den Ansichtskarten vom letzten Film schon, da waren es ja 213 Euro, bei 674 Euro. Das ist doch schon ganz nett. Es muss aber dazu gesagt sein, dass ich da auch einiges für diese Kiste leider zahlen musste. Ja, wie man sieht, hat diese Kiste einige Überraschungen auf Lager. Sie hat aber auch einiges gekostet, muss ich dazu sagen. Bis jetzt habe ich noch nicht, konnte ich noch keine großen Hämmer entdecken. Kann vielleicht sogar sein, dass was sehr Interessantes jetzt unter den gezeigten Briefen dabei war. Wenn euch da was aufgefallen ist, dann würde ich mich natürlich über einen entsprechenden Kommentar freuen. Ich freue mich aber auch über weitere Kommentare und Fragen und natürlich über jedes Like it. Ja, was hat mir jetzt besonders gut gefallen? Es waren wirklich ein paar schöne Sachen jetzt bei den deutschen Sachen dabei. Auch interessante Sachen, nicht so allerweltsware, leider nicht immer so optimal erhalten. Der Oldenburg-Brief war natürlich auf alle Fälle schön. Da bei dem Postablagebrief, da
Da ließ die Erhaltung natürlich total zu wünschen übrig. Dann haben wir diesen Flugpostvorläufer von 1912. Es war auch schön, so diese Zivilarbeiter-Postkarte. Dann natürlich ganz besonders gut hat mir natürlich auch dieser Marokko-Billig, also deutsche Post in Marokko, gefallen. So eine Variante aus Ganzsache und Briefmarken. Also das ist vielleicht sogar mit das Interessanteste jetzt von dem, was ich gezeigt habe. Der wäre natürlich super gewesen mit diesem ganzen Nachpostmarken. Dieser Brief, der erzählt eine richtig tolle Geschichte, aber leider halt miserabelst erhalten. Aber insgesamt hat mir das jetzt bis jetzt sehr gut gefallen. Und wir haben ja nochmal Europa vor uns und dann auch noch Übersee. Ich denke, gerade die Europabriefe, das sind so viele, dass wir die in zwei Teile teilen müssen. Und dann machen wir dann noch am Schluss den Überseeteil. Das heißt, also wir haben dann noch drei Filme, sind für diese Kiste erforderlich, um die nur halbwegs zu sichten. Ich denke aber, sie wird mir auch im Nachhinein noch deutlich mehr Arbeit machen, weil man da sicher bei dem anderen einen oder anderen Beleg dann noch genauer nachforschen muss, was da auf sich hat bei dem Ganzen. Denn der Sammler, der hat sich durchaus was gedacht und hat hier nicht den großen Schrott in die Kiste reingelegt. Also da war bei jedem Beleg eigentlich immer ein bisschen was Besonderes dabei, was das Ganze natürlich noch etwas interessanter macht. Ja, dann möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wir haben heute schönes Wetter, schönes frühlingshaftes Wetter. Und ich denke, wir werden heute mal nochmal den Weihnachtsmarkt in Forchheim besuchen. Dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, immer schön lachen. Einatmen, jetzt muss ich husten, ausatmen. Und dann schön lachen. Auf Wiedersehen.